Alhamdulillah, geehrte Geschwister, der Prophet sagte, sallallahu alayhi wa sallam, Iyyakum wa muhaqqirati dhunub. Wehe euch aufgrund der kleinen Sünden. Wehe euch, achtet auf die sogenannten kleinen Sünden. Und er gab ein Beispiel. Er sagte, so wie Reisende in einem Tal kleine Stöckchen sammeln, um daraus ihr Lagerfeuer zu machen und so ihr Brot darin backen, ja, so kommt etwas zustande durch diese sogenannten kleinen Sünden. Muhaqqirat al-Dhunub. Wir werden mehr über die Bedeutung von Muhaqqirat al-Dhunub im Folgenden sprechen. Ja, wie die Gelehrten gesagt haben an Manawi, unter anderem, dass damit die kleinen Sünden gemeint sind. Und die erste Lektion, die bereits im Hadith mit enthalten ist, wie wir im Deutschen sagen, Kleinvieh macht auch Mist. Kleinvieh macht auch Mist. Das heißt, die Menge der kleinen Sünden, wenn sie zusammenkommt, was ergibt sich daraus? Daraus? Etwas. Man kann damit etwas anfangen. Im negativen Sinne ist da etwas zusammengekommen. Der Hadith ist übrigens Hassan nach Ibn Hajar al-Asqalani und Sahih nach Imam al-Suyuti, also in beiden Fällen ein Hadith, mit dem man nicht nur arbeiten kann, sondern arbeiten muss. Kleinvieh macht also auch Mist. Die Menge der kleinen Sünden kommt also auch zu etwas Gefährlichem zusammen. Und auch wie Imam an-Nawawi festhielt, dass die Gelehrten verkündeten, dass die kleine Sünde, auf der bestanden wird, im Sinne von die regelmäßig fortgeführte kleine Sünde, ergibt was? Ergibt eine große Sünde. Das heißt, dieselbe Sünde, aber auch wenn sie sogenannt klein ist, aber wenn sie immer wieder begangen wird, durch das immer wieder Begehen wird sie zu einer großen Sünde. Das heißt, die Menge kann aus etwas Kleinem etwas Großes machen und die Dauer kann aus etwas Kleinem etwas Großes machen. Und die damit einhergehenden Effekte, wie Ibn Taymiyyah beschreibt, rahimahullah, er sagt, dass die Gefühle, die Emotionen, die mit einer sogenannten kleinen Sünde einhergehen, die auch regelmäßig begangen wird, diese Gefühle und Emotionen lassen es zu etwas Großem werden. Und er sagt, diese regelmäßig begangenen kleinen Sünden, die mit Gefühl, Emotionen einhergehen, können sogar schlimmer sein als eine einmalig begangene große Sünde. Wenn man beispielsweise ein Begehren hat, ja, ein Verrücktsein hat nach einer Person und eine Sinnerbeziehung führt, auch wenn ja, es vielleicht nur Händchenhalten ist, in Anführungsstrichen nur Händchenhalten ist, aber immer wieder Händchenhalten. Und was mit dem Herzen passiert? Jeder, der so etwas durchgemacht hat, ja, wird bestätigen, dass man so kein normales Leben führen kann. Man kann weder arbeiten, man kann weder Sport machen, noch kann man konzentriert beten. Man ist also mitgenommen durch die erstmal kleine Sünde. Das heißt, die Menge kann aus einer kleinen Sünde eine große oder etwas Großes werden lassen. Die Dauer kann aus etwas Kleinem etwas Großes werden lassen. Wie auch die Effekte auf den Charakter, auf die Emotionen, auf das Herz einer Person kann aus etwas scheinbar oder offenbar erstmalig Kleinerem etwas Großes werden lassen. Und der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, er warnte uns davor mit seinen Worten Iyyakum wa muhaqqirati dhunub. Auch wie Al-Mannawi beschrieb, kann die kleine Sünde deswegen als potenziell groß gehandhabt werden,
weil manche kleine Sünden auch zu großen Sünden führen. Und deswegen die Worte Allah Ta'alas: Ya ayyuhalladhina amanu, ya ayyuhalladhina amanu, la tattabi'u khutuwatish shaytan. O Leute des Iman, folgt nicht den Fußstapfen des Scheitan. Das sind manchmal ganz kleine Schritte vom Scheitan, die man vielleicht so gar nicht wahrnimmt. Ist er jetzt vorgerückt oder ist er nicht vorgerückt? Er nähert sich, liebe Geschwister, weil er hat sehr viel Zeit und er hat sehr viel Erfahrung. Sehr viel Erfahrung hat er. Seit Anbeginn der menschlichen Zeit mit Adam a.s. hat er Erfahrung mit den Menschen. Und er hat Zeit, wie lange? Wie Allah Ta'ala ihm gegeben hat, ja, bis zum Eintritt des Yawmul Qiyamah, bis zum Tag der Auferstehung. Deswegen möge man nicht erst mit einer kleinen Sünde anfangen, weil sie wohin führt? Ja, sie führt letztendlich früher oder später zu einer großen Sünde. Und liebe Geschwister, deswegen sollen wir unseren Fokus nicht lediglich auf sogenannte große Sünden setzen, liebe Geschwister, sondern wir sollen ihn auch erweitern. Wie das mit der Taschenlampe. Kennt ihr die Taschenlampe, die man, wenn man vorne dreht, ja, dann wird der Lichtstrahl größer oder kleiner. Und es kann sein, dass wir in unserem Bewusstsein, in unserer Einstellung uns lediglich auf die großen Sünden konzentrieren, aber dann früher oder später dennoch eine große Sünde auf uns laden durch einen dieser beschriebenen Wege, weil wir nicht auf das Kleinere geachtet haben. Und deswegen die Warnung des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wir müssen also dranbleiben. Und der Prophet sagte sallallahu alaihi wasallam, er gab Worte von Allah Ta'ala weiter, dass der Diener, der eine Sünde begeht und sagt, oh mein Herr, ich habe eine Sünde begangen, so bitte vergib mir. Allah Ta'ala, er antwortet ihm, أَذْنَبَ عَبْدِي ذَنْبًا فَعَلِمَ أَنَّ لَهُ رَبًّا يَغْفِرُ الذَّنْبَ وَيَأْخُذُ بِالذَّنْبَ. Mein Diener hat eine Sünde begangen und er wusste, dass er einen Herrn hat, der die Sünde vergibt, aber auch durch die Sünde bestraft. Und er vergab ihm. Und dann begann der Diener wieder eine Sünde. Und Allah Ta'ala antwortet auf dieselbe Art und Weise. Und der Diener begeht nochmal eine Sünde. Und Allah Ta'ala antwortet auf dieselbe Weise und fügt hinzu, I'mal ma shi'ta faqad ghafartu lak. Mach, was du willst, ich habe dir bereits vergeben. Wie sollen wir das verstehen? Ja, wir verstehen, dass die Gebote immer noch Gebote bleiben und dass die Verbote immer noch Verbote bleiben. Und Imam an-Nawawi, er erklärte, dass damit gemeint ist, ma dumta tuznibu thumma tatub ghafartu lak. Im Sinne von, o Diener, immer wenn du eine Sünde begehst und danach um Vergebung bittest und bereust, ja, At-Tauba bedeutet, dass man auch für die Zukunft vorhat, ja, dass man nicht mehr in diese Falle fällt. Dass man diese Sünde nicht mehr begehen möchte. Man hört damit auf, man bereut in Bezug auf die Vergangenheit und man nimmt sich vor, für die Zukunft das nicht noch einmal zu begehen. Und jeder, der das tut, der bekommt die Sünde von Allah Ta'ala vergeben. Und nun gab es eine, nun kennen wir alle dieses Gefühl, woher kommt eigentlich dieses Gefühl? Wir schämen uns. Jetzt haben wir wieder die Sünde begangen, ob nun klein oder groß. Meistens kommt dieses Gefühl, wenn wir dieselbe Sünde nochmal begehen. So eigentlich, wir schämen uns irgendwie, ja. So, nochmal Allah Ta'ala um derselben Sünde wegen um Vergebung bitten. Ja, so sollte man sich nicht schämen, nochmal um Vergebung zu bitten. Und die Gelehrten haben geantwortet,
dieses Schamgefühl ist vom Scheitan. Das einzige Mal, wenn der Scheitan einen zum Schamgefühl aufruft, ja, zum sich schämen aufruft, ist, wenn es darum geht, dass man sich schämt, Allah Ta'ala nochmal zu bitten um Vergebung. Interessant, oder? Das einzige Mal, wenn der Scheitan sich um die Schamhaftigkeit interessiert, um das sich schämen, ja, Al-Haya, sich interessiert und den Diener quasi dazu aufruft, dann in Verbindung damit, bitte nicht nochmal um Vergebung. Und Imam Ali und Abu Bakr war auch ein Imam und Omar war auch ein Imam und Osman war auch ein Imam, radiallahu anhum. Er sagte, das geht so lange weiter. Du sündigst und du bittest um Vergebung und Allah vergibt dir und du sündigst und du bittest um Vergebung und Allah Ta'ala vergibt dir. Das geht so lange weiter, bis der Scheitan besiegt ist. Der Muslim soll sich also immer in einem stetigen Kampf befinden, wenn es darum geht, Allah Ta'ala nochmal um Vergebung zu bitten, dass er dem nachkommen kann. Ja, weil der Scheitan auf einmal gut angezogen, schön sprechend, ja, im Gewande eines Erziehers, eines Lehrers, eines Gutmeinenden schlüpft und sagt, schäm dich, du kannst doch nicht nochmal Allah Ta'ala um Vergebung bitten. Aber nein, so lange, bis der Scheitan besiegt ist, liebe Geschwister. Da müssen wir dranbleiben und auch bei den sogenannten kleinen Sünden. Liebe Geschwister, ihr merkt schon, dieses mit den kleinen Sünden, es funktioniert nicht ganz. So in der Theorie natürlich ein Konzept, ja, und natürlich auch von den Gelehrten ausformuliert, das hat alles seine Definition, aber in der Praxis, durch die Menge oder durch die Dauer oder dadurch, dass es eine Einstiegssünde sein kann, haben wir die kleine Sünde genauso zu fürchten, gerade weil sie unsere Einstellung negativ ändern kann. Dass man sich nicht um sie kümmert, ja, wie Al-Manawi und andere ausführten, darin liegt die große Gefahr. Und Imam Al-Ghazali, er erklärte, warum. Rahimahullah. Er sagte, dass dadurch, dass der Diener, die eine Sünde für unbedeutend einstuft, wird sie bei Allah groß. Warum? Weil es um denjenigen geht, gegenüber dem man die Grenze überschreitet. Wir kennen das auch zwischenmenschlich. Ja? Wir kennen den Tatbestand der Beleidigung, ja, in weltlichen Gesetzgebungen. Kennt jede Gesellschaft kennt den Tatbestand der Beleidigung. Und dann gibt es noch in vielen Gesellschaften die Beamtenbeleidigung. Ja? Verkehrskontrollen und so weiter. Ja? Die Beamtenbeleidigung, die wird nochmal höher geahndet. Ja? Und dann gibt es auch in vielen sogenannten säkularen Gesellschaften gibt es auch die Majestätsbeleidigung. Ja? Weil auch wenn man dreimal du Esel gesagt hat, je höher die Person angesehen ist in der Gesellschaft, umso schwerwiegender ist dasselbe Wort. Ja? Und wenn es nun um Allah Ta'alas Regeln geht, weil es ja um Allah geht, weil er derjenige ist, der diese Regeln erlässt, sollte man diese Grenzen, ob sie jetzt durch eine große Sünde überschritten werden könnten oder durch eine sogenannte kleine Sünde überschritten werden könnten, respektieren und gar nicht erst antasten und gar nicht erst fragen, wie groß ist denn die Sünde? So fangen die interessantesten Fragen an übrigens. Ja? Wie groß ist denn die Sünde, wenn ich? Das ist schon mal die falsche Frage. Schon mal die falsche Einstellung. Ja? Weil darin so die Vorbereitung, die Willigkeit, ja, die Willfährigkeit in der Frage enthalten ist, ich will das machen. Ich mache das. Ich will nur wissen, ja, wie hoch wird die Rechnung sein. Falsche Frage, falsche Einstellung, liebe Geschwister. Aber Alhamdulillah, umgekehrt, was passiert, wenn der Diener eine große Sünde begeht?
aber Allah Ta'ala um Vergebung bittet, dann wird diese große Sünde bei Allah Ta'ala klein. Im Sinne von, er vergibt sie. Und da gibt es die Worte Omars und Ibn Abbas. Allah möge mit beiden zufrieden sein, wie Imam an-Nawawi dokumentierte. La kabira ma'al istighfar. Es gibt keine große Sünde, wenn damit was einhergeht? Die Vergebungsbitte. Ja? Allah löscht damit die große Sünde. Also es wird klein, es wird hinweggenommen. Und umgekehrt. Wala sagira bil israr. Es gibt aber auch keine kleine Sünde, wenn man da drauf besteht. Wenn das etwas Dauerhaftes wird, wenn das, ja, oder wenn man sich das irgendwie in Anführungsstrichen gönnt. Ja. Wir kennen das so, diese, jetzt, das ist mir egal, dann ist mir auch das und das egal. Manche Menschen, und es geht um religiöse Angelegenheiten, so, jetzt poliere ich dem aber, ja, so, jetzt ist mir egal. Und subhanallah, pass auf, du tastest nicht nur Allah Ta'alas Grenze an, sondern du willst sie überschreiten und sagst, egal? Subhanallah. Ja? Das heißt, unsere Einstellung, liebe Geschwister, sollte aufgrund der praktischen Konsequenzen, nicht weil wir die Theorie oder die Wissenschaft im Islam in Frage stellen, ja, oder die Erklärungen und Definitionen der Gelehrten in Frage stellen, aber einfach, weil es praktisch schwer ist, ja, nicht in eine dieser Fallen zu tappen und weil man eventuell sogar, ja, Allah Ta'ala vernachlässigt, dadurch, dass man mit seinen Grenzen irgendwo dann spielt, ja, irgendwelche faulen Kompromisse schließt, sollte man nicht trennen zwischen großen und kleinen Sünden, was das eigene Verhalten anbelangt, was die eigene Reise zu Allah Ta'ala anbelangt. Ja, und Imam Daqiq ibn Eid, er hat ein wunderschönes Bittgebet, dass, O Allah, lass den schönsten Tag meines Lebens denjenigen sein, an dem ich dir begegne. Ja, also dass der Höhepunkt eines Dieners mit dem letzten Tag einhergeht. Ja? Und wenn wir das tun, liebe Geschwister, dann haben wir Taqwa. Das ist ein Teil der Taqwa. Warum? Taqwa rein sprachlich bedeutet Vorkehrungen treffen, um sich vor einer Sache zu hüten. Ja? Ein Sicherheitsdenken, sich in Acht nehmen, ja? Etwas beschirmen, etwas bewahren. Das ist die rein sprachliche Bedeutung, die sich aus der Wortwurzel oder sprachliche Bedeutungen, die sich aus der Wortwurzel von Taqwa ableiten. Und es war, ich schaue nochmal nach, verzeiht. Omar, der zu Ubay sagte, Allah möge mit beiden zufrieden sein, er sagte, kamst du schon mal in die Situation, wo du durch dorniges Gebüsch laufen musstest? Und er sagte, ja. Und er sagte, was hast du dann gemacht? Und er sagte, ich habe meine Gewänder so zusammengenommen, ja, und dann bin ich vorsichtig durchgegangen, um nicht von den Dornen erwischt zu werden. Wenn man dann so rumgeht, ja, dann die Dornen, sie werden sich festsetzen. Ja, das kennen wir vielleicht so, wenn wir mit Kindern spielen und dann spielen sie Verstecken und man spielt Fangen und dann kennt man diese Gebüsche und man möchte nicht dreckig werden, man möchte nicht irgendwo hängen bleiben. Ja? Und Omar sagte daraufhin, dieses Verhalten ist Taqwa. Dieses Verhalten ist Taqwa. Ali, möge Allah mit ihm zufrieden sein, er hat ein wundervolles Gedicht vorgetragen. At-taqwa hiya al-khawfu min al-jalil wal-amalu bit-tanzil wal-qana'atu bil-qalil wal-isti'dadu li-yawmi ar-rahil. Nochmal. At-taqwa hiya al-khawfu min al-jalil wal-amalu bit-tanzil wal-qana'atu bil-qalil wal-isti'dadu li-yawmi ar-rahil.
Wundervoll, oder? Die arabische Sprache, Alhamdulillah, ja. Das Taqwa bedeutet die Ehrfurcht vor Al-Jalil. Ja, es ist umstritten, ob das einer der Namen Allah Ta'alas ist. Aber die Ehrfurcht Allah Ta'ala gegenüber. Die Ehrfurcht Allah Ta'ala gegenüber dem Erhabenen. Und dass man gemäß dem, was hinabgesandt wurde, handelt. Wal-amalu bit-tanzil. Dass man sich so verhält, wie Allah Ta'ala es erließ. Wie er es verkündete durch das Hinabgesandte, indem man dem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam Folge leistet. Wal-qana'atu bil-qalil. Und dass man mit wenig zufrieden ist. Dass man mit wenig zufrieden ist. Man braucht nicht viel zum Leben. Wal-isti'adadu li-yawmir rahil. Und dass man sich darauf vorbereitet, auf den Tag der Abreise. Ja, wunderschönes Wort, eine wunderschöne Beschreibung für den Tod. Das ist, ja, er ist abgereist, subhanallah. Ja, er ist verreist, seine letzte Reise hat er angetreten. Eine Art der Geburt. Ja, wenn Zwillinge im Bauche sich befinden und der oder die Erste das Licht dieser Erde erblickt, könnte der in diesem Sinne Zurückgebliebene meinen, Tod ist nicht mehr in meiner Welt. Aber in Wirklichkeit war es eine Geburt gewesen. Und so wird auch, liebe Geschwister, unser Abreisetag nichts anderes als eine Geburt sein. Lass uns Allah Ta'ala an dieser Stelle um Vergebung bitten. Er ist der Einzige, der uns zu vergeben vermag. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Liebe Geschwister, einer der Tabi'un, Talq ibn Habid, er sagte, dass Taqwa bedeutet, dass man Allah Ta'ala gegenüber gehorsam ist, in Hoffnung auf seine Gnade und durch ein Licht von ihm. Ja, dass man ihm gehorsam ist durch ein Licht von ihm in Hoffnung auf seine Gnade. Und umgekehrt, dass man sich der Verbote enthält aufgrund einer Ehrfurcht Allah Ta'ala gegenüber vor seiner möglichen potenziellen Strafe, aufgrund eines Lichtes von ihm, nicht weil man sagt, ich bin so gut. Ja? Das heißt, Taqwa darf nicht mit einer Arroganz einhergehen, sondern es ist ein Gefühl der Hoffnung, was man hat in Bezug auf Allah Ta'ala, dass er einem die guten Taten anrechnen möge und dass er einem vergeben möge, und die Angst davor, dass mögliche Grenzüberschreitungen geahndet werden würden seinerseits, und das alles aufgrund eines Lichts von ihm, das man nur von Allah Ta'ala bekommen hat. Nicht, dass man sich selbst diese Leistung zuschreibt, sondern man baut auf die Unterstützung und die Rechtleitung Allah Ta'alas. Und liebe Geschwister, jetzt würde ich gerne, dass ihr euer Herz weit, weit aufmacht, indem ihr auch eure Ohren weit aufmacht, indem ihr gezielt zuhört, die Handys beiseite legt und das vergesst, was euch jetzt die nächsten Minuten erwartet. Und Alhamdulillah, Mohammed ist heute gut in der Zeit. Mohammed hat heute vor, vielleicht 2:02 abzuschließen. Alhamdulillah, wir haben Zeit. Denn Allah Ta'ala, ich möchte euch aus dem Koran das Folgende vortragen. Ya ayyuhalladhina amanu in tattaqullaha yaj'al lakum furqana ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب
وَإِن تُصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذِينَ اتَّقَوْا وَالَّذِينَ هُمْ مُحْسِنُونَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَآمِنُوا بِرَسُولِهِ يُؤْتِكُمْ كِفْلَيْنِ مِنْ رَحْمَتِهِ وَيَجْعَلْ لَكُمْ نُورًا تَمْشُونَ بِهِ وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ إنما يتقبل الله من المتقين إن أكرمكم عند الله أتقاكم ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا إن الله يحب المتقين. Liebe Geschwister, Alhamdulillah, es ist immer wundervoll, den Koran zu vernehmen und zusammengefasst aus der ungefähren Bedeutung dieser Ayat. Schreibt euch in euer Herz, ja, tätowiert es ein, die einzige Tätowierung, die erlaubt ist. Ja, tätowiert euch Koran in euer Herz, so dass es nicht mehr auszulöschen ist. Man bekommt von Allah Ta'ala durch Taqwa Entscheidungskraft. Kennt ihr diese Entscheidung, die man immer aufschiebt, 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 man kommt nicht zu einem Ergebnis? Manchmal vergehen Jahre. Durch Taqwa bekommt man von Allah Ta'ala Entscheidungskraft verliehen. Man erlangt Ansehen bei Allah, Vergebung, und die Übel werden einem hinweggenommen. Ja, Charakterreinigung, Seelenreinigung, Persönlichkeitsentwicklung bekommt man. Man bekommt Auswege aus Notlagen. Man wird versorgt, und zwar über Wege, mit denen man nicht gerechnet hat. Allah Ta'ala ist mit einem. Im Sinne von, er unterstützt einen. Er hilft einem. Er schenkt einem Licht. Die Taten werden gesegnet, sie werden gefördert. Ja? Sie werden gesegnet und gefördert. Und sie werden angenommen. Man bekommt Errettung vom Höllenfeuer und man bekommt Licht und man wird von Allah Ta'ala geliebt. Dieser Werbeblock im positiven Sinne, ja, für die Taqwa ist deswegen wichtig, weil wir sind manchmal so einseitig und auf eine Art und Weise zurückgeblieben, wenn wir immer so diese Härte in unserem Herzen verspüren, wenn es um Taqwa geht. Ja, und es geht um die Regeln und man muss das machen. Und ja, das mag vielleicht bei einigen Menschen ganz gut funktionieren, aber wir haben eine Kultur daraus teilweise werden lassen, wo auch ein falsches Gottesverständnis teilweise transportiert wird. Ja, so der strafende Gott und Taqwa, Taqwa, Taqwa und Furcht, Furcht, Furcht. Ja, Furcht, auch diese Worte allein. Ja. Furcht, Furcht, Furcht. So, ja, das ist ein Teil, das ist ein Aspekt. Aber was ist mit der Hoffnung? Was ist mit dem Gottesverständnis, wer Allah Ta'ala ist? Und deswegen ist die sprachliche Bedeutung von Taqwa wichtig. Ja? Man beschützt, man bewahrt, man ist sicher davor, all das zu verlieren, was Allah Ta'ala einem dadurch verspricht. Und liebe Geschwister, ich glaube, mit einem sehr, sehr großen Versprechen die Khutbah, Alhamdulillah, vor 2 Uhr abschließen zu können, denn Allah Ta'ala sagt, ja, was passiert, wenn man aus Taqwa heraus Freiwilliges tut? Hört gut zu. وَمَا يَزَالُ عَبْدِي يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِالنَّوَافِلِ حَتَّى أُحِبُّهُ. Und wenn der Diener freiwillig Gutes tut, ja, also nicht nur das, was nötig ist, ja, weil es geht nicht um das, was getan wird, sondern um denjenigen, für den es getan wird. Es geht um Allah.
Dann macht man also gerne Freiwilliges. Das führt dazu, dass Allah Ta'ala einen liebt. Allah liebt einen. فَإِذَا أَحْبَبْتُ Und wenn ich ihn liebe, was passiert? كُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ وَبَصَرُهُ الَّذِي يَبْصُرُ بِهِ وَيَدَهُ الَّتِي يَبْطِشُ بِهَا وَرِجْلَهُ الَّتِي يَمْشِي بِهَا Seid erstmal irritiert, vernehmt es, ein Hadith in Bukhari, dann werde ich sein Hören, mit dem er hört, und seine Sicht, mit der er sieht, ja, und seine Hand, mit der er zupackt, und sein Fuß, seine Füße, mit denen er geht. Ja? Die Gelehrten haben das dahingehend erklärt, einerseits, dass Allah Ta'ala all dies vom Menschen bewahrt vor dem Scheitan. Das heißt, man lebt, Alhamdulillah, ein mehr oder weniger, oder ein Leben mit ganz wenigen geringfügigen Sünden, für die man auch um Vergebung im Anschluss bittet. Und die einen nicht im Leben plagen. Also der Allah Ta'ala schützt einen vor dem Scheitan, schützt das, ja, das Gehör, die Sicht, die Taten und ja, vor dem Scheitan. Das ist eine der gültigen Erklärungen, die die Gelehrten erarbeiteten. Und eine andere der bekannten gültigen Erklärungen ist, dass die Absicht gereinigt wird, all das für Allah Ta'ala einzusetzen. Ja? Was letztendlich auch mit dem anderen einhergeht. Ja, also diese Erklärungen hängen auch miteinander zusammen. Das heißt, man hört für Allah, man sieht für Allah, man handelt für Allah. Ja, das ganze Leben ist für Allah Ta'ala. Ja, und als Bonus noch sagt Allah Ta'ala, und wenn er mich bittet, so werde ich ihm geben. Und wenn er Zuflucht braucht, dann werde ich ihn beschützen. Ja, das alles, liebe Geschwister, hängt mit der Taqwa zusammen. Ja Allah, ja Aziz, ja Rahman, ja Rahim, bitte lass uns dich und den Dien richtig verstehen. Lass uns eine Gottes Ehrfurcht dir gegenüber haben, aus eine Gottes Liebe, eine Gottes Liebe Ehrfurcht, oh Allah, haben, und dass wir verstehen, dass du unser beschützender, barmherziger Behüter und Freund und Helfer bist. Du bist Al-Wali, du bist Al-Nasir, du bist Al-Hafidh, Al-Hafidh, ja Allah. Lass uns diese Namen in unserem Herzen bewahren und segne den Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam und seine Familienangehörigen und seine Gefolgsleute, und lass uns zu den Letzteren zählen, und gib uns all das, was der Prophet Muhammad von dir erbeten hat, und schenke uns Schutz vor allem, wo auch der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam bei dir um Schutz gebeten hat. Und bitte beschütze, o Allah, die Bekriegten und die Gefangenen und die Gefolterten und die Vertriebenen und die Unterdrückten und die Schwachen, o Allah, und eine uns in der Umma, und lasse uns gegenüber dem Unrecht siegen, und schenke uns Selbstbestimmung, o Allah, auf dass wir dir allein dienen mögen und Gerechtigkeit und Frieden und Barmherzigkeit auf Erden etablieren können, o Allah. Allahumma amin. O Allah, bitte lass uns unsere Gebete lieben. Lass uns Sehnsucht gegenüber den Moscheen haben. Schenke uns Tatendrang und Wissensdurst, o Allah. Allahumma amin. Schenke uns Tatendrang und Wissensdurst, o Allah. Allahumma amin. O Allah, bitte lass uns Verantwortung tragen auf dieser Erde. Und bitte vergib uns für unsere Missetaten und schenke uns stets deine Rechtleitung und dein Licht und deinen Schutz. Allahumma salli wa sallam ala nabina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in.